geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser kleinen, wie nennt man das, Roomtour, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin gerade in mein Elternhaus, das wo ich, ich glaube mit 6 Jahren, ja, ich war 6, genau, mit 6 Jahren haben meine Eltern angefangen mit Bauen. Und in diesem Haus bin ich auch aufgewachsen, habe hier gelebt, habe hier Scheiße gebaut, habe alles Mögliche gemacht. Ein paar kleine Storys hier auch zu dieser Bude, aber egal. Kommen wir nachher in dem Video noch zu. Ich zeige euch jetzt erstmal. Das ist hier so die Eingangstür. Ich kann das ja mal hier mal eben öffnen. Also von hier kommt man rein. So hier und so, da. Zack. Kommt man dann hier so in die Bude rein. Hier links von mir haben wir Abstellraum. Hier werden schon immer Lebensmittel und alles gelagert und so Sachen halt. Kühlschrank haben wir hier, einen großen. Hier kommen so Sachen rein wie Getränke, wenn Partys sind und sowas alles. Brauche ich jetzt nicht zeigen, ist alles hier nur Cola und so ein Scheiß drin. Dann haben wir hier so, ja, hier wurde Wäsche gewaschen und alles Mögliche. Wird heute nicht mehr so oft benutzt, weil, ja, die Kinder sind aus dem Haus, ne? Ich bin, seitdem ich mit 20 bin ich ausgezogen. Ich bin einmal ausgezogen mit 18. Mit der, ich sag mal, ersten Liebe, wo das so ein bisschen ernster wurde, sind wir dann zusammengezogen. Hat nicht funktioniert, drauf geschissen, hatte ein bisschen Erfahrung gesammelt in der Hinsicht. Bin dann wieder hier eingezogen für 2 Jahre, hab dann ein bisschen so, ne, mein Leben gelebt, meine Ausbildung fertig gemacht und alles und ja. Dann war ich wieder hier, mit 20 bin ich dann ausgezogen. Jetzt betreten wir gerade die Küche, ist eine sehr offene Küche. Ich kann das ja mal hier so zeigen, hier haben wir noch meinen Kühlschrank, wo halt alles drin ist, Lebensmittel und das ganze Gedöns, alles, ne. Hier kommen wir dann, Backofen. Irgend so eine Hightech, ich habe keine Ahnung, Maschine für Kaffee und so ein Gedöns alles. Hier haben wir dann so eine Arbeitsfläche halt, Waschbecken, Fenster, große Fensterblick nach draußen und alles Mögliche. Dann kommen wir hier hin, hier haben wir den Herd stehen, alles Touch und so ein Scheiß. Also meine Mutter legt auf ihre Küche sehr viel Wert. Ich glaube, in dieser Küche sind auch einige Euros reingeflossen. Wir haben hier oben, das finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Das ist so eingesetzt worden von oben, Lichter mit Abzugshaube, alles so zusammen. War sehr cool. Das Ding, die Küche habe ich gestrichen und den Putz und so alles aufgebracht. Ich hasse es eigentlich, habe ich schon ein paar Mal gesagt, Malerarbeiten ist überhaupt nicht mein Ding. Ich könnte kotzen bei so Sachen. Aber für die Mutti setzt man sich mal hin und macht den ganzen Quatsch. Ja, das war so Küche. Hier in der Küche ist echt viel passiert. Ich kann mir mal eine kleine Story dazu erzählen. Früher war das, also hier kann man sich noch so hinsetzen. So, weißt du, so an der Küche. So, oh, so, kannst du hier essen, wenn du mal eine Kleinigkeit hast. Und ich weiß nicht, wie alt war ich. Ich glaube 16 oder 17. Ich habe keine Ahnung. Ich war arschvoll, aber richtig arschvoll. Ich habe mit Kollegen gefeiert. Auf übelste, wir waren Disco, es war eine sehr coole Nacht, das hieß damals bei uns Nachttheater, das war halt eine Diskothek und da konnte man feiern gehen, Spaß haben und ja, dort war ich. Ich war so gut drauf, ich habe mit fremden Leuten gefeiert, ich habe keine Ahnung, wer das war, ich habe auch einen ziemlichen Filmriss von dem Abend, auf jeden Fall konntest du von diesem Nachttheater raus ins McDonald's gehen. Also du bist, ich sag mal, 10 Meter, 20 Meter gelaufen, da war McDonald's da, oder? So, ja, wie es dann halt so war, du warst granatenvoll, voll Hunger, hast dir erstmal ein paar Cheeseburger bestellt, hast dann da gesessen und irgendwann, wo ich dann bei McDonald's saß, fiel mir ein, wo sind meine Kollegen? Wir sind doch hier mit 8 Mann hingefahren, wo sind die hin, ne? Keine Ahnung, die waren auf jeden Fall weg. Ich war alleine, granatenvoll, habe irgendwie mit welchen fremden Leuten gefeiert, die sind dann nachher auch abgehauen, die mussten in einer ganz anderen Richtung hin und so. Egal. Und ich denke mir, scheiße, das letzte Geld gerade ausgegeben für Burger und das Taxi, das waren 12 Kilometer
von der Diskothek bis hier nach Hause, ja, so 12, 15, so um den Dreh Kilometer. Auf jeden Fall, ich war pupevoll und ich kam nicht nach Hause. Ich natürlich um 4 Uhr morgens granatenvoll meine Mama angerufen, du musst mich abholen, den Kleber. Hin und her, ja, ich kann dich nicht abholen, mein Sohn, ich habe keinen Führerschein, Papa schläft und hin und her. Und Polizeiwagen kam angefahren zu diesen Dingen. Ich weiß nicht, ob die sich auch was holen wollten, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Polizei das mitbekommen, wie ich halt mit meiner Mama am Diskutieren war, dass ich hier abgeholt werden muss, weil sonst muss ich laufen und da habe ich keinen Bock drauf. Meine Mutter sagt, selber schuld, musst du jetzt mal so zusehen, wie du nach Hause kommst, musst mal laufen und so. Ich so, ja, Polizeiwagen fuhr auf jeden Fall weiter, haben wohl ihre Bestellungen entgegengenommen. Ich habe nicht so richtig auf die geachtet. Hielten auf jeden Fall neben mir. Ich denke mir, oh nein, jetzt bist du fällig. Jetzt kommst du aus Ausnüchterungszelle oder so ein Scheiß. Wir haben gerade ein Telefonatgespräch mitbekommen. Ich so, ja, du kommst also nicht nach Hause? Ich so, nee, ich muss jetzt laufen. Steige ein. Polizei macht so Tür auf. Lässt mich hinten rein, ich sah hinten mich so, ey Jungs, voll geil, voll cool von euch und so, ja, normalerweise sind wir ja kein Taxiverein, aber bevor du nachher noch Scheiße baust oder irgendwo in der Ecke legst, bringen wir dich nach Hause. Ja, auf jeden Fall, Polizeiwagen fuhr hier vor, meine Mutter hört, Auto kommt, ne, weil hier ist es sehr ruhig und wenn hier ein Auto fährt, das hört man und sie wusste, dass ich laufe, hat sich natürlich auch Sorgen gemacht und war dann halt wach, hat auf mich gewartet, bis ich dann wohl nach Hause gekommen bin und hört auf jeden Fall, dass ein Wagen vorfährt. Ja, der Polizeiwagen, sie guckt aus dem Fenster, Polizei. Oh nein, Christian steigt aus. Sie mussten mir dann die Tür aufmachen, weil das ist ja immer Kindersicherung drin. Ne? Geht wohl nur von außen auf, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie mir dann die Tür aufgemacht, haben mich rausgelassen. Ich stand dann noch, habe noch mit den Jungs eine geraucht. Und meine Mom, total hysterisch, am raus. Was ist hier los? Was hat mein Sohn gemacht? Ich muss mich für ihn entschuldigen und hin und her. Die Polizisten, alles gut, ganz ruhig. Der Junge hat nichts gemacht, wir haben ihn nur nach Hause gebracht und so. Meine Mutter tausendmal bedankt, hat die dann noch hier bei uns reingeholt. Wir haben hier noch gesessen und so und Polizei geredet und ja, alles cool, alles ganz cool. Also war jetzt nicht, ich habe keine Anzeige oder sonst irgendwas bekommen. Ne? Ich war halt minderjährig mit Alkohol, aber dieses Thema wurde wohl nicht angesprochen. Ist auch alles cool gewesen. Auf jeden Fall saß ich hier so, ich hatte McDonald's essen und bin hier so eingeschlafen, jetzt hier gerade, wo ich so sitze. Ich sag dann hier, weißt du, so schlafen. Am nächsten Morgen werde ich wach, bam, sitze in der Küche, alles voll hell, so voll den Kater und so. Ich denke mir, Alter, auf jeden Fall stehe ich so auf. Ich denke mir, jetzt erst noch mal ein bisschen ins Bett heier machen und so. Meine Mutter, alles gut? Ich so, ja, alles gut, mit dem dicken Kater und so. Naja, das war so eine Geschichte hier aus der Küche, wo ich dann hier eingeschlafen bin. Direkt hier aus der Küche, man hat hier so einen Durchgang, kommt man eigentlich sofort in das Esszimmerbereich. Das ist so das Esszimmerbereich. Hier sind jetzt Familienbilder und so, die möchte ich jetzt nicht zeigen. Ja, ist so hier das Esszimmer. Das habe ich auch gestrichen, alles hier für meine Eltern. Man kann das ja hier mal, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist hier so eine echt krasse, sieht man das? Ne, ist zu dunkel. Das ist eine Tapete mit zwei Farben gestrichen worden. Ach, egal, ist auf jeden Fall voll der Aufwand gewesen. Auf jeden Fall verletzend. Da haben wir hier so ein schönes Bild. Meine Mom findet das sowas echt cool. Hat sie dann hier aufgehangen. Was es mit der Puppe hier auf sich hat, kann ich mal erzählen. Und zwar kann man hier mal hier sehr so an die Brüste packen. Oh, die sind ja ziemlich weich. Es war mal eine Zeit lang hier bei uns in der Gegend sehr schlimm mit Einbrüchen. Die Leute sind eingebrochen, hier, da, jenes, bla bla. Meine Mutter hatte Panik, dass sie hier auch einbrechen. Kann ich verstehen, alles ganz cool. Da hat meine Mom, ist dann zu so einem Modegeschäft gefahren und hat gesagt, hier, wir brauchen eine Puppe, bla bla. Wie viel kostet die? Ja, gekauft, hin und her. Und dann hatte meine Mom die immer so an Fenster hingestellt. Wenn die abends ins Bett gegangen ist, hat die so im Fenster so hingestellt, als wenn jemand vorbeiläuft, dass man denkt so, oh, da steht jemand, da können wir nicht einbrechen und so. Und seitdem haben wir diese Puppe. Die wird auch immer gekleidet. Ich weiß nicht, im Moment ist es mit den Einbrüchen nicht mehr so schlimm hier, aber die wird immer zu jeder Jahreszeit, kleidet meine Mom die anders. Jetzt ist gerade Sommer, hat die den krassen Sommerlook hier. Man kann es ja mal
so zeigen. Wenn Weihnachten und sowas ist, trinke ich eine Weihnachtsmütze und so ein Scheiß. Die ist jetzt seit, boah, ich weiß auch nicht, seit ein paar Jahren schon hier. Die geht nicht mehr weg, keine Ahnung. Die wird auf jeden Fall immer gekleidet zu Karneval, wird die verkleidet und so ein Rotz alles. Das ist halt Schwachsinn. Ja, dann kommen wir hier ins Wohnzimmer. Das ist jetzt hier so, ja, hier sind einige Geschichten gelaufen, meine lieben Freunde. Einiges. Also, was man hier, was ich hier alles erlebt habe, das darf ich alles gar nicht erzählen. Das ist relativ sehr krass. Ich hatte, wir haben hier Partys gefeiert, das war unfassbar. Ja, aber das erzähle ich immer alles nicht. Dazu machen wir mal ein separates Video, weil ich glaube, das springt die Rahmen. Wenn ihr das sehen wolltet, lasst doch mal ein Like da, dann erzähle ich euch die Geschichten. Jetzt kommen wir in das alte Büro von meinem Vater. Hier sind hier keine Bilder, nein. Das ist so das Büro von meinem Vater gewesen. Ja, das war das alte Büro von meinem Vater. Das ist PC und alles stand da früher drin. Dann sind wir ausgezogen, also mein Bruder und ich, und dann wurde das hier alles so ein bisschen renoviert. Jetzt ist das hier, jetzt ist das eigentlich gar nichts mehr. Hier ist einfach nur ein Schrank und sowas drin. Das benutze dann ich immer, wenn ich hier bin, für meine Aufnahmen und so, weil ich habe hier ziemlich gut Ruhe, ich entspanne hier. Für mich ist Entspannen, andere fahren am Strand, haben Spaß. Ja, finde ich auch ganz schön, aber für mich ist Entspannung einfach, weißt du, hier die Tür zu machen, in Ruhe zu zocken, ohne dass irgendjemand was von mir will, weil meine Eltern lassen mich einfach in Ruhe. Also, die wissen, dass ich hier entspanne und ich mag es dann, YouTube-Videos mal in Ruhe zu gucken, zu lachen, Spaß zu haben, zu zocken, aufzunehmen. Das ist für mich Erholung, weißt du, von der Arbeit und alles. Ist halt so für mich, ne? Weil andere gehen, was weiß ich, an den See, am Meer, an irgendwo, puff, was weiß ich. Dann kommen wir in den Garten. Hier haben wir dann halt die Tür. Haben wir dann nochmal hier so eine Fliegengittertür, die hat mein Vater gemacht. Ja, dann kommen wir jetzt hier so in den Garten. Über den Garten, ja, ganz gechillt. Also hier sitzen wir dann. Wir haben hier, ich weiß nicht, wie man das nennt, Wintergarten. Nee, Wintergarten ist komplett so, ne? Keine Ahnung. Ja, hier sitzen wir, chillen, grillen, essen. Ich kann das ja mal hier so ein bisschen so zeigen. Ja. Hier grillen wir dann immer, essen, wenn Familienfeier sind, wenn die ganze komplette Familie eintrifft, dann sitzen wir da meistens, quatschen so ein bisschen. Ja, wir haben einen Teich, meine Eltern werden alt, also ich kann das auch voll und ganz verstehen. Wenn ich diese Bude hier übernehme, wird der Teich eh zugekippt, aber so sieht er im Moment aus. Es ist, was zeige ich denn überhaupt? Ja, so. Alles so ein bisschen, sag ich mal, die haben da nicht mehr die Kraft und die Zeit für das alles zu machen. Hier haben wir Holz. Wie ihr vorhin im Wohnzimmer gesehen habt, haben wir hier einen Kamin. Das sind so Holz und von meinem Vater von der Arbeit so ein paar Sachen hier, wie das Gedöns hier und so. Also das wird immer alles klein geschnitten und dann verbrannt alles. Heizungen hatten wir früher, haben wir jetzt komplett gar nicht mehr. Alles wird durch den Ofen hier gemacht und alles. Eigentlich haben wir einen sehr großen, schönen Garten, sage ich mal. Die Wiese will ich jetzt mal nicht so zeigen. Das ist alles so ein bisschen runtergekommen. Könnte ich eigentlich machen, jetzt wo ich hier voll den Plan vom Garten und so habe. So schaut es auf jeden Fall aus. Ich möchte jetzt hier nicht so viel zeigen, weil die Nachbarn, die klotzen immer sehr gerne. Aber man kann ja mal so einen Blick schweifen lassen. Das ist so eine kleine Siedlung, sage ich mal. Ich hoffe, man konnte was sehen, weil ich sehe gerade gar nichts, weil die Sonne mich krass blendet. Ja, das ist so Garten. Hier habe ich auch sehr viel erlebt. Kann ich ja mal eine kleine Story zu erzählen. Wir haben hier mal Kirmes gehabt. Und früher, wo die Kirmes noch cool war, wo du so klein warst, haben Leute so Zettel verteilt. Das heißt, da stand immer drauf, bei Kauf von so und so, bei Vorlage diesen Zettel, bekommst du 2 Autoscooter-Chips gratis und so ein Scheiß. Und ich hatte voll viele gesammelt davon, weil die überall verteilt haben und so ein Scheiß. Und als ich dann losging,
habe ich meine Zettel vergessen. Ich denke mir so, nein, fuck, Alter. Und ich wollte die haben. Meine Eltern waren aber nicht da. Ich war noch hatte keinen Schlüssel oder ich hatte Wohnschlüssel, aber den habe ich auch vergessen. Und bin dann, ich war früher voll Hip-Hop, also ich höre ja immer noch sehr gerne Hip-Hop und kleide mich auch noch sehr gerne ein bisschen stylisch Hip-Hop. Auf jeden Fall hatte ich Mütze. Ich hatte so eine Hoodie an mit Mütze und die hatte ich auch immer auf und so. Und ich konnte nicht rein, aber ich habe gesehen, dass in meinem Zimmer das Fenster auf ist. Ich so, geil, Alter. Ich, tak, 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 hier in den Garten, über dem Zaun, ein paar Mal war ich im Garten und habe mich dann von einem Kollegen Räuberleiter so aufs Dach heben lassen, so dass ich auf das Dach hoch in mein Zimmer reingehen konnte. Und ja, Nachbarn haben das gesehen und haben gedacht, bei uns wird eingebrochen, weil ich hatte diese Mütze auf, mein Kollege hatte die Hoodie-Mütze auf und so. Man konnte uns nicht richtig erkennen. Auf jeden Fall stand nachher auch die Polizei dann hier vor der Tür. Vor allen Dingen, was ein Schwachsinn auch eigentlich, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Polizei kommt, fährt vor und klingelt. Und ich, komme oben aus meinem Zimmer nach unten gelaufen, bahn will die Tür aufmachen, Polizei, ja, wir haben gehört, hier wurde eingebrochen. Ich so, hier wurde ja eingebrochen, ja. Und dann kam nachher die Nachbarin hier rüber. Ich habe gesehen, dass Leute bei euch eingestiegen sind. Ist alles okay? Haben sowas geklaut und so. Zu meiner Mutter, wie, hier ist jemand eingestiegen? Ja, und dann war ich das eigentlich, der so übers Dach in sein Zimmer reingehen wollte. Aber jetzt zeige ich euch mein altes Zimmer. Ja, dann läuft man hier eigentlich eine Treppe hoch. Dann kommen wir jetzt hier. Ich das überhaupt zeigen darf, hier die Rumpelkammer von meinem Vater. Mein Vater hat jetzt mein Zimmer zu sein Büro und was weiß ich umgewandelt. Mein Vater ist ein ziemlicher Freak, was mit Fischen angeht. Er hat hier drei Aquarien. Ich kann die mal eben zeigen. Haben wir hier noch Fische, irgend so einen hässlichen Fisch. Und so Wälze und sowas. Hier hat er seine ganz besonderen Fische. Das sind irgendwelche Barsche. Ich habe keine Ahnung. Die feiert er aber auf jeden Fall übelst. Und ja, hier oben halt sein Aquarium, Sachen und so. Und das ist mein Zimmer. Ich kann euch ja mal was zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen darf. Mein Vater ist Jäger. Und war im Schützenverein und alles so Sachen, alles. Ich weiß gar nicht, darf man Waffen zeigen? Ich zeig's einfach mal, ich riskiere mal den Strike. Mein Vater hantiert ganz gerne mit Waffen rum. Ja. Das ist eine Spielzeugpistole. Monster Hunter, ne, Zombie Hunter, Alter. Er findet sowas richtig cool, da hat er Spaß dran, er hat auch früher gejagt und so. Die Dinge haben wir gar nicht mehr, wir hatten auch früher, oder mein Vater hatte früher so diese Hörner, wisst ihr, was ich meine, von den Rehen und sowas, oder die so Hörner halt alles, ne? Ja, das war mein Zimmer war unter einer Schräge. Ich habe damals angefangen mit 14, habe ich mein erstes PC-Spiel gezockt, Command & Conquer. Ich bin hier oben kaputt gegangen. Mein PC ist sogar, hier wurde das manchmal so heiß, dass mein PC einfach ausgegangen ist. Der ist einfach bumm, ausgegangen, weil es so heiß hier drin war. Und so, ja, auf jeden Fall, das war so mein Zimmer. Wurde jetzt umgebaut. Hier kann ich auch eigentlich ein paar Storys erzählen. Komm, eine Story erzähle ich. Wer jetzt mit seinen Kindern zuschaut, jetzt mal eben den Sohn zur Seite oder Ohren zu halten. Ich hatte da, wo da jetzt die Aquarien stehen, hier, war unter der Schräge mein Bett. Dort habe ich geschlafen halt. Ja, ist klar, was macht man im Bett, ne? Auf jeden Fall, meine Eltern waren nicht da. Die sind für 3 Tage, ich weiß nicht, im Urlaub gefahren oder so. Ich hatte auf jeden Fall keinen Bock mit. Ich bin hier geblieben, blablablub. Und ich wusste nicht, wann meine Eltern am wiederkommen. War es davor oder war es danach? Oder nachts, morgens, ich wusste es nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall vergessen. Auf jeden Fall haben wir hier dick Party gemacht, Alkohol getrunken und so ein Gedöns. Und 2 Mädchen konnten nicht nach Hause. Ich so, ja, überhaupt kein Problem. Schlaft ihr bei mir, ist überhaupt kein Ding. Der Alkohol floss, es wurde immer mehr. Und man wurde immer ein bisschen lockerer drauf und so. Auf jeden Fall habe ich dann nachher mit 2 Mädchen im Bett gelegen.
Das war so, ich dachte so, oh mein Gott, Alter, jetzt gleich passiert es, der Dreier ist nah. Am Arsch, gerade so, wo ich war, wir waren krass am Fummeln und so. Und dann, ja, kam meine Mom rein. Was ist denn hier los? Aber raus jetzt hier! Und so, wie das halt dann so ist, ne? So, wenn man dann hier oben reinkommt, kommt man in das Zimmer, das alte Zimmer von meinem Bruder. Das ist jetzt das Gästezimmer umgewandelt worden. Das kann man ja hier auch mal eben einen Blick schweifen lassen. Das hinter mir kann ich jetzt nicht zeigen. Hier habe ich heute noch geschlafen. Hinter mir kann ich jetzt nicht zeigen. Da stehen sehr, sehr viele Familienfotos von mir, von meinem Sohn, von meiner Tochter, von meiner Freundin. Müsst ihr halt verstehen, kann ich nicht zeigen. Ja, das ist dann so im Moment das Gästezimmer. Das wurde dann zum Gästezimmer umgewandelt. Dann haben wir hier Toilette. Muss ich ja jetzt nicht zeigen. Und hier kommen in das Zimmer meiner Eltern. Das zeige ich euch jetzt auch nicht, weil da geht man nicht rein, wenn die nicht da sind. Das hat was mit Respekt zu tun. Und meine Mom, bin ich auch ganz ehrlich, mag das nicht. Ja. Das war's so im Großen und Ganzen mein Elternhaus. Ich könnte noch sehr, sehr viele Geschichten erzählen. Zum Beispiel kann ich hier mal erzählen, wie hier die Wand hier von der Treppe angekotzt wurde, von oben bis unten. Auch mal wieder Partys hier gefeiert und so. Das spare ich euch jetzt aber mal. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, einfach mal ein Like da lassen und dann schauen wir uns das ganze Gedöns mal an. Wenn ihr das oder schreibt mal einen Kommentar, wir wollen die alten Geschichten hören. Dann weiß ich Bescheid, aber so ist es so im Moment. Ich hatte hier eigentlich Ach ja, wir haben ja noch einen Hund. Ist nicht unser Hund. Wir hatten einen Hund, den kann ich euch mal zeigen, Alter. Das war mein Ein und Alles, dieser Hund. Es war ein Labrador-Mischling. Hier, der hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Das, mein Hund. Mit diesem Hund bin ich aufgewachsen von klein auf. Ich glaube, wir waren hier fertig mit Bauen. Ich weiß es nicht. Mit 6, 7 und so um den Dreh oder haben wir mit 6 angefangen? Auf jeden Fall waren wir irgendwann fertig. Danach kam auch direkt der Hund. Der Hund, der war mein Ein und Alles. Ich habe mit dem alles gemacht. Ich habe ihn geliebt. Wirklich, das war mein Hund. Lamiro hieß der. War einfach cool. Seitdem, ich habe nichts gegen Hunde. Ich liebe Hunde. Aber zum Beispiel so wie der Hund hier. Der hier. Ich habe nichts gegen den, aber manchmal, ich habe meinen Hund Lamiro so krass geliebt, wenn sie sich zum Beispiel dorthin legt, wo Lamiro gelegt hat, werde ich sauer, Alter. Ich kann das nicht sehen. Ist auch nicht unser Hund, das sind meine Mom, hat eine Kollegin und die fährt mal öfters im Urlaub fürs Wochenende nach Spanien und so ein Gedöns, alles. Und da bleibt der Hund dann halt hier. Ich sehe den Hund jetzt nicht so oft, das ist klar, aber wenn der Hund sich dahin legt, wo Lamiro sich hingelegt hat oder. Boah, Alter, dann jage ich den Hund auch weg. Ich mag das nicht. Ich weiß, der Hund kann nichts dafür und so. Kann jetzt jeder wieder seine Storys wieder kundtun. Da war ein Fleck auf der Linse. Ich mag es einfach nicht. Ich werde da wütend bei. Also, es hat vielleicht was Sentimentales zu tun oder so, aber. Der Hund kann nichts dafür, ist auch ein lieber Hund hier. Alles gut, aber ich kann es nicht haben. Einfach nicht haben. Ja, das war so die Wohnung, nichts Großes. Wenn ich die Wohnung hier erbe, ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, was ich mache. Ob ich hier hinziehe, wieder. Ob ich die vermiete, ob ich es verkaufe, keine Ahnung. Ich will es eigentlich nicht, aber meine Freundin fühlt sich hier nicht wohl. Und meine Kinder, die haben ja jetzt ihre Freunde und die da jetzt so rauszuziehen, keine Ahnung. Muss ich mal schauen, was ich mit der Bude mache, aber ich werde es auf jeden Fall nicht verkaufen, denke ich hier nicht. Aber das ist so im Großen und Ganzen das Elternhaus, wo ich gerne bin, wo ich chillig bin. Hier, ich kann hier echt entspannen, Alter. Mal ohne Witz, Alter. Ich habe früher,
habe ich mir gedacht, boah, ich muss endlich meine eigene Bude haben und hin und her. Alles geht mir auf den Sack, das Genöle und hin und her. Aber ich bin so froh, wenn ich hier sein kann, Alter. Das ist einfach geil, weißt du. Dann wird jemand gerufen, Christian, Essen ist fertig. Wie halt früher, weißt du. Du sagst dann, ich will mal eben weg, eben essen, weißt du. Und alles ist gemacht. Du isst, schiebst nur noch deinen Teller zur Seite. Mutter macht alles, Alter. Ich finde das... Ich mag das. Ich feiere das gerne. Macht Spaß. Ich bin gerne hier. Ist zwar selten, dass ich hier bin, aber wenn ich hier bin, bin ich gerne hier. Meine Mama freut sich auch immer, wenn ich hier bin. Wir sehen uns ziemlich selten, seitdem ich hier weggezogen bin. Wirklich selten. Wir telefonieren zwar oft jede Woche einmal, manchmal auch zweimal, wenn was ansteht oder so, aber so im Großen und Ganzen vermisse ich es hier. Es ist... bin hier aufgewachsen, ne? Ist halt anders. Meine ganzen Freunde und alles sind hier. Die habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt in der neuen Stadt habe ich ehrlich gesagt gar keine Freunde. Ich gehe arbeiten, komme nach Hause, hab Manus, YouTube. So das Ganze, ne? Ja, so schaut's aus. Ich bin gerne hier, mein bester Freund, der ist jetzt gerade in Spanien im Urlaub, kommt aber erst am Mittwoch wieder, dann werde ich dort auch mal hingehen. Wenn ich dort hingehe, werde ich ihn mal fragen, wie es ausschaut, ob man vielleicht mal Videos machen könnte. Dann zeige ich euch mal meinen besten Freund, ob der darauf überhaupt Bock hat. Ne? Der weiß zwar, dass ich YouTube mache und so, guckt auch ab und zu meine Videos, aber ob das klappt oder nicht, keine Ahnung. Und jetzt sind meine Eltern da und jetzt verabschieden wir uns, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal, haut rein.